und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder ein paar Berechnungen angestellt, die ich sehr, sehr interessant finde, muss ich sagen. Denn ich habe heute mal zusammengetragen, inwiefern ich meine Ausgaben sehr reduziert habe, im Gegensatz zu früher. Ich habe mal überlegt, welche Dinge ich früher eigentlich so ziemlich im Shoppingwahn jeden Monat teilweise zuhaufe gekauft habe und vor allen Dingen auch, welche Dinge ich jetzt eben nur noch sehr, sehr selten kaufe. Ja, ich werde euch erzählen, welche Artikel es sind. Ich werde euch sagen, warum ich sie sehr viel oder jetzt nur noch sehr wenig kaufe. Und ich werde euch hinterher auch noch erzählen, was ich denn so ansparen könnte, wenn ich das ganze Geld zur Seite legen würde. Und bleibt auf jeden Fall dran, denn es gibt einen unfassbar krassen Effekt hierbei. Ja, seid gespannt. Wenn ihr den Kanal aber noch nicht abonniert habt, dann macht das doch jetzt auf jeden Fall zuerst. Denn montags, mittwochs und samstags gibt es immer wieder neue Videos zu den Themen Freiheit, Minimalismus und Frugalismus. Ja, Glocke gerne einschalten, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, Ausgaben reduzieren war für mich früher sehr, sehr schwierig, denn ich war jahrelang so ziemlich kaufsüchtig, denn ich habe mich nicht nur mit Shoppen irgendwie abgelenkt, es war irgendwie ein großes Hobby von mir, sondern ich habe es auch sehr, sehr viel getan, weil ich irgendwie diese Glücksgefühle sehr genossen habe. Ich bin sehr froh, dass ich aus diesem extremen Shoppingwahn irgendwann entfliehen konnte und für mich andere Dinge gefunden habe, die mir einfach super viel Spaß gemacht haben, wo ich gemerkt habe, dass diese Dinge mir viel, viel mehr Freude bringen, anstatt die ganze Zeit zu kaufen und ja, wieder zu kaufen. Ja, das Erste, was ich mittlerweile eben nur noch selten kaufe, das sind Schuhe, denn ich habe im Moment drei Paar Schuhe, die ich wirklich anziehe. Ich habe noch ein paar alte Flipflops von irgendwann mal, die ich noch nicht weggeschmissen habe, aber auch die ziehe ich eigentlich so gut wie gar nicht an. Denn ich habe ein paar Winterstiefel, also so Stiefeletten, also ein paar warme Schuhe. Dann habe ich ein paar Sneakers für den Alltag und dann habe ich ein paar Turnschuhe auf der Arbeit, also meine Arbeitsschuhe. Ja, das sind so die wesentlichen Schuhe, die ich trage, die ich wirklich anziehe. Und auch meine alten Chucks und Co. sind mittlerweile alle in der Tonne gelandet. Ja, ich glaube, dass ich früher teilweise wirklich so alle 2 Monate, manchmal alle 3 Monate, je nachdem, mir neue Schuhe gekauft habe, weil ich nie wirklich dieses extreme Modebewusstsein hatte. Also ich wusste überhaupt gar nicht wirklich, was passt überhaupt wozu. Und dann hatte ich irgendwann einen riesen Kleiderschrank und super viele Schuhe und ich wusste nicht, was passt wozu. Und habe irgendwann eine neue Farbe irgendwo gesehen und habe gedacht, hey, aber zu dem Outfit würde das doch super passen. Und ich habe mich immer super schnell verleiten lassen von irgendwie neuen Angeboten oder von neuen Farben, von neuen Trends etc. etc. Ja, ich kann mich noch erinnern an ein WG-Zimmer, was mit einer Treppe komplett ausgestattet war, also vom ersten OG ins zweite OG, ein WG-Zimmer. Und ich hatte irgendwann wirklich zu viele Schuhe, als dass ich die alle auf der Treppe hätte aufstellen können. Ja, anfangs fand ich das irgendwie ganz cool, wie so ein Schuhregal, die Treppe hinauf, aber irgendwann habe ich gemerkt, hey, es wird irgendwie doch ganz schön viel und jetzt hast du gar nicht mehr Platz für alle Schuhe. Und wenn ich ehrlich war, wusste ich dann da eigentlich schon, dass ich ja immer nur so ein oder zwei Paar wirklich anziehe. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, meine Schuhe alle auszumisten und kaufe mir jetzt auch nur noch ganz, ganz selten welche. Also wirklich, wenn die Schuhe kaputt sind. Ja, wenn die Schuhe wirklich kaputt sind und ich achte auch mittlerweile drauf, dass ich jetzt von der Farbwahl her nicht irgendwie was hole, was mir vielleicht irgendwie in der nächsten Saison oder so auf einmal aufstößt, weil ich die Farbe nicht mehr sehen kann. Und da funktioniert das schon ganz gut, dass ich jetzt nicht mehr so viele Schuhe kaufe.
Ja, als zweites habe ich Beauty-Artikel. Oh, da habe ich früher rund um mich zugekauft. Denn oftmals bin ich auch aus Langeweile in den DM oder Rossmann oder sowas gefahren, habe mir mein Körbchen mitgenommen und habe, oh, hier was Schönes gefunden, da was Schönes, total egal, ob Schminke oder irgendeine neue Feuchtigkeitscreme oder. Ja, sowas hole ich mir jetzt gar nicht mehr. Das Einzige, was ich mir wirklich jetzt in dem letzten Jahr nachgekauft habe, war, glaube ich, wirklich einmal der Mascara, weil der auch super lange hält. Und ansonsten kaufe ich mir gar keine Schminke mehr und auch andere so Cremes und sowas alles kaufe ich mir auch eigentlich gar nicht mehr. Ja, als nächstes wäre dann der Punkt Jacken. Oh Gott, ich habe früher so viele Jacken gekauft, weil ich immer wieder eine neue gesehen habe und die fand ich dann irgendwie toll. Und die alten habe ich aber irgendwie auch nicht weggeschmissen. Also teilweise hatte ich nicht nur hinter meiner Wohnungstür, wo ich so Haken halt dran habe, da alles voll, sondern den Kleiderschrank auch noch, weil ich die alten Jacken auch oft nicht weggeschmissen habe, weil es teilweise dann exotische Farben waren sozusagen, die man nicht zu allem tragen kann. Und ich dachte, hey, aber irgendwann willst du die Farbe vielleicht nochmal tragen. Und dann war auf einmal dieses, oh, ich hatte eine Jacke mal, die war so hellblau, Petrol, aber dann so, ja, mit sehr viel, wie so eine Feder-Down-Jacke oder sowas. Und die hatte ich noch irgendwie 3-4 Jahre lang im Schrank oder so, bis ich irgendwann wirklich mal eingesehen habe, dass ich diese Farbe einfach nicht mehr tragen werde. Ja, das weiß ich noch. Die Jacke war wirklich sehr, sehr auffällig, aber ich konnte mich früher schlecht von meinen Jacken trennen. Ich hatte gerne Muster, ich hatte gerne Farben, aber die sind mir auch schnell irgendwie auf den Senkel gegangen und dann habe ich mir irgendwie was Neues gegönnt. Das vierte, wofür ich kaum noch Geld ausgebe, das sind so Büroartikel und so Schulartikel, Bastelartikel, also sowas für den DIY-Bereich. Ich habe mir früher regelmäßig einen neuen Kalender gekauft, weil ich dachte, der alte Kalender, ich benutze den eh nie, weil der ist hässlich. Und dann habe ich mir einen neuen gekauft oder irgendwelche Systeme neu zum Sortieren und zum Organisieren oder ich wollte auf einmal eine Pinnwand haben oder solche ganzen Sachen. Da habe ich früher sehr viel Geld für ausgegeben und dann mussten es irgendwelche Gelstifte sein und Glitzerstifte und irgendwelche Textmarker. Auch da ist aber ein pinker Textmarker bei, den will ich lieber. Und da habe ich früher auch ganz schön viel Geld für ausgegeben, leider. Und das hält sich heute wirklich in Grenzen. Ich frage mich wirklich auch so bei Kalender, ich habe einen, okay, dann kaufe ich mir auch keinen neuen, sondern erst nächstes Jahr oder wenn der voll ist oder je nachdem, ob es jetzt irgendwie Journal ist oder wirklich ein richtiger Kalender und ich brauche meine Stifte erst auf und dann kaufe ich mir wirklich neue und dadurch kann man auch ganz schön viel Geld sparen. Ja, an fünfter Stelle ist etwas, habe ich jetzt auch gerade an, Schals. Oh mein Gott, ich habe früher Schals gesammelt wie andere Schuhe und ich war eine Zeit lang mit Schuhen schon sehr schlimm, aber ich glaube, ich war mit fast nichts so schlimm wie mit Schals. Also ihr kennt sicherlich diese, ich glaube von Ikea sind die oder die gibt's auch überall anders, glaube ich, diese Kleiderbügel mit diesen Ringen, wo man die Schals durchstecken kann. Ich hatte irgendwann 2 Stück und die Dinger, die waren so dick, die waren so proppenvoll gehängt mit meinen ganzen Schals, weil ich es einfach nicht sein lassen konnte, wenn ich in der Stadt irgendwo an einem Schal vorbeigegangen bin und gerade so mit Mustern und dann war es doch ein etwas anderer Farbton und dann, ich habe mich wirklich fast tot gekauft mit Schals. Ja, und da haue ich mir mittlerweile auch ganz, ganz extrem auf die Finger und lasse es sein und habe sehr, sehr stark ausgemistet und da bin ich eine ganze Menge geldlos geworden tatsächlich und konnte die meisten Sachen aber nicht anziehen, weil ich super viel Muster gekauft habe, aber eben auch Oberteile super viel gemustert hatte und sowieso irgendwie nichts zusammengepasst hat. Ja, an sechster Stelle Küchenartikel. Ich habe jetzt, glaube ich, sogar noch... Möchtest du Küchenartikel kaufen? Nein! In Ordnung. Okay, ich habe früher super viel auch immer so neue Sachen gekauft, Farben und so und ich weiß noch, ich hatte mal ein lilanes Set irgendwie auch mit Pfannenwändern und Co. gekauft und konnte irgendwann lila nicht mehr sehen und dann habe ich mir das gleiche Set irgendwie nochmal in so einem Türkiston oder sowas gekauft
und habe irgendwann gedacht, hey, irgendwie sind die Farben doch alle blöd. Und dann habe ich mir nochmal einen schwarz gekauft, also einen Pfannenwender. Und ja, hatte aber sowieso noch einen aus Edelstahl. Ich glaube, das ist so die maximale Anzahl an doppelten Pfannenwender-Sachen. Und so 4 oder 5 Stück oder so hatte ich tatsächlich. Und alles war sehr, sehr oft der Farbe geschuldet, weil ich irgendwie mit diesem ganzen Farbumgestaltungsding früher ganz schön ausgerastet bin und alles irgendwie immer wieder ummodeln musste. Dementsprechend habe ich, was das angeht, aber auch was so, ja, so Salatschüsseln, so Plastiksalatschüsseln zum Beispiel, da mussten die auch immer in einer neuen Farbe her. Manchmal habe ich mir sogar wirklich Elektroküchengeräte neu gekauft, weil sie eine andere Farbe hatten und ich das dann irgendwie schöner fand. Und das ist absolut nicht nachhaltig und da habe ich so viel Geld für ausgegeben. Und ja, das tue ich heutzutage auch nicht mehr, Gott sei Dank. Das 7., wofür ich super viel Geld ausgegeben habe und heute kaum noch, das sind Taschen und Portemonnaies. Ja, ich habe unzählige Taschen gehabt, habe aber irgendwie immer nur eine getragen, ganz komisch. Und dann habe ich mir irgendwann wieder eine neue geholt, weil ich sie ganz toll fand, habe sie dann aber wieder nicht getragen und wieder eine neue gekauft und wieder nicht getragen. Und ja, Portemonnaies habe ich mir eine Zeit lang irgendwie auch alle paar Monate neu gekauft und habe da auch sehr, sehr viel Geld gelassen. Ja, leider. Ich habe nämlich auch oft Taschen gekauft, die dann ungefähr so waren, wie ich sie haben wollte, aber auch nicht hundertprozentig. Also auch was das angeht, bin ich sehr, sehr pingelig geworden, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich mir jetzt irgendwie eine neue Tasche kaufe und ich habe irgendwie eine Vorstellung, ich möchte gerne eine neue Tasche, weil meine alte langsam zum Beispiel verschlissen ist und ich kaufe mir nicht eine, die genau so ist, wie meine Vorstellung entspricht, sondern nur so einigermaßen, dann bin ich mit dieser Tasche nicht wirklich zufrieden und das führt dann dazu, dass ich mir irgendwann noch eine andere kaufe und noch eine andere und wenn ich weiterhin nicht so pingelig bin mit meinen Ansprüchen, dann habe ich hinterher irgendwie 5 Handtaschen gekauft und benutze keine davon und bin immer noch genauso unzufrieden wie zuvor. Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch solche komischen Eigenarten beim Kaufen früher hattet oder immer noch habt. Als 8. Ist dann tatsächlich auf der Liste Handys und Elektroware. Ja, mein Handyvertrag, der ist, ich glaube, jetzt im Frühjahr 2020 ausgelaufen, also vor einem Dreivierteljahr, fast einem Jahr dann. Und ich bin immer noch super zufrieden mit meinem Handy und dadurch spare ich super viel Geld ein. Denn wir sind es irgendwann gewöhnt, oder ich war es irgendwann gewöhnt, alle 2 Jahre ein neues Handy zu bekommen und einfach einen monatlichen Betrag dafür abzuzahlen. Und das ist ja alles irgendwie so schön einfach. Aber im Endeffekt zahlen wir so viel Geld für Geräte, die wir nicht unbedingt benötigen. Oder wenn wir unbedingt ein neues Gerät benötigen, dann können wir es uns ja auch zum Beispiel gebraucht kaufen. Ja, oder andere Gadgets, andere Elektroware vielleicht auch direkt qualitativ hochwertig kaufen und halt zum Beispiel eben gebraucht, anstatt immer wieder günstige Sachen, die dann schnell kaputt gehen. Das habe ich nämlich früher auch getan, dass ich dann teilweise, ich finde jetzt gerade kein Beispiel, aber so ein Beispiel wäre eine Webcam für 10 Euro kaufen und dann doch merken, dass die Qualität zu schlecht ist und sie wegschmeißen und sich dann irgendwie eine kaufen für vielleicht 25 Euro, weil da angeblich die Qualität viel besser ist, aber man fällt immer noch auf die Nase und so weiter und so weiter. Anstatt sich einmal eine vernünftige irgendwie so für 70 Euro oder so zu kaufen und dann wirklich Ruhe zu haben. Ja, das kann ich zum Beispiel auch mit hier dieser Kamera bestätigen, mit der ich jetzt gerade aufnehme. Das ist eine Canon EOS 70D, da bin ich super froh und die hat eine super Qualität. Vorher hatte ich mir auch mal einen Camcorder gekauft, weil der filmt ja auch in Full HD und war alles super angegeben. Die Filmqualität war aber total grottig und dann habe ich doch mit meinem Handy weiter gefilmt, weil die Bildqualität einfach viel, viel besser war. Und ja, im Endeffekt habe ich da einfach nur Geld zum Fenster rausgeworfen und ja, sowas spare ich mir heutzutage. Auch andere kleine Gadgets, die man heutzutage irgendwie
sich kaufen kann und wo man denkt, hey, das ist ja vielleicht ganz cool oder hier eine Eieruhr oder da eine elektronisches was weiß ich was, was das Leben doch so erleichtert. Und gerade in diesen Ramschläden zum Beispiel, wo man alles für einen super, super billigen Preis bekommt, bekommt man sowieso meistens keine Qualität. Und ja, da habe ich aufgehört, da die ganzen Sachen zu kaufen. Genau. Das neunte, was ich mir abgewöhnt habe, ist meinem Sohn ständig überall Spielzeug zu kaufen. Ja, das habe ich früher nämlich eine ganze Zeit lang gemacht. Da war zwar noch sehr, sehr klein, also eigentlich Baby, aber ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich auch, oh, und das ist ja süß und das ist ja süß und hier ein Kuscheltier und da ein kleines Auto und dann kleines dies und dann kleines das und bla bla bla. Und ja, also auch schon als Baby, ich weiß gar nicht, wie viele Schnuller er irgendwann hatte. Wahnsinn, auch die erste Kleidung, die ich ihm gekauft habe zum Beispiel. So viel konnte er überhaupt gar nicht anziehen. Oh mein Gott, er war doch ein kleines Baby. Er konnte gar nichts machen, als er ganz, ganz frisch war. Aber der hatte gefühlt mehr Kleidung als ich. Ja, das ist alles immer so super und lieb gemeint von uns Eltern, wenn wir den Kindern immer irgendwie so viel kaufen. Aber ich glaube auch, dass es den Kindern einfach ein ganz, ganz falsches Verhältnis irgendwie zum Geld und zum Konsum vermittelt, wenn sie einfach immer und immer wieder einfach selbstverständlich Sachen bekommen. Und wenn die Kinder so im Kindergartenalter sind und irgendwann ja es auch ein bisschen Richtung Schule geht, finde ich das auch sehr wichtig, dass, also so mache ich das auf jeden Fall, muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber da finde ich das sehr wichtig, dass man auch mit so einem Taschengeldprinzip anfängt und dass die Kinder lernen, dass das Geld nicht irgendwie vom Himmel fällt und lernen, also eigenverantwortlich irgendwie damit umzugehen. Und ich habe gemerkt, in der Zeit, wo ich meinem Sohn noch einfach sehr viel einfach so nebenbei gekauft habe, immer wenn wir einkaufen gegangen sind, Mama, kriege ich dies, Mama, kriege ich das. Und ja, ich denke so, ach ja, kostet ja nur ein paar Euro, egal, nimm mit. Irgendwann war das Kinderzimmer voll mit Sachen und er wusste überhaupt gar nicht mehr, womit er spielen wollte. So, denn er hatte ja so viel Kleinkram sozusagen, so viele kleine Sachen immer mal wieder bekommen. Das ganze Zimmer war voll, aber so diese wirklichen Lieblingsteile, mit denen Kinder so gefühlt jahrelang spielen, das ist immer wieder das Gleiche. Das hat teilweise gefehlt. Denn ich glaube, dass wenn die Aufmerksamkeit dann zu krass auf diesem, oh, ich muss immer wieder was Neues haben, liegt, dann geht die Aufmerksamkeit auf das, was ist mir überhaupt am liebsten, vielleicht auch ein bisschen flöten. Und ich muss sagen, es klappt bei uns wesentlich besser, dass er seltener was bekommt. Und wenn er was bekommt, dann kann er sich das aber auch ganz bewusst wünschen. Und wenn er das wirklich schon seit einer langen Zeit haben möchte, dann macht es ihn auch viel glücklicher, beziehungsweise er hat viel mehr Spaß mit diesen Dingen. Ja, deswegen tut es nicht nur jetzt irgendwie dem Geldbeutel gut, dann da weniger Spielzeug so ständig immer wieder nebenbei zu kaufen, sondern ich sehe auch, dass es wirklich dem Kind, also meinem Kind auf jeden Fall gut tut. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Und als 10. Punkt, als letzten Punkt, wofür ich nur noch wenig Geld ausgebe, das ist Schmuck. Ja, ich mag Schmuck, ich habe auch alles angeglichen. Ich habe zum Beispiel wirklich alles in Gold und auch diese Kette, die habe ich mir letztes Jahr selber zu Weihnachten geschenkt zum Beispiel. Und ich glaube, das war auch so das letzte Schmuckstück, was ich mir gekauft habe. Ja, ich habe jetzt schon fast ein Jahr keinen Schmuck mehr gekauft, weil ich vorher schon diese Ohrringe, diese Kreolen hatte. Und ja, ich habe alles aufeinander abgestimmt. Ich gucke mittlerweile mehr drauf, was mir steht, als das, was ich irgendwo sehe und gerade schön finde. Das hilft mir persönlich auch sehr, dass ich es einfach irgendwie passend und zusammenpassend auch zu mir passend und ein bisschen dezenter halte. Und ja, dadurch spare ich wirklich sehr viel Geld und vor allen Dingen nicht mehr diesen ganzen Modeschmuck zu kaufen. Früher habe ich ständig, wenn ich in irgendeinem Ramschladen war, hier ein paar Ohrringe für 1 Euro, da Ohrringe für 1 Euro und hier eine Kette und da ein Armband und da ein Ring und sowas alles. Und die Sachen kann man nach kurzer Zeit einfach leider meistens wegschmeißen, weil diese meisten
Billigschmuck-Sachen einfach eine total blöde Legierung einfach sind. Und die haben bei mir tatsächlich irgendwann sogar Allergien ausgelöst. Also ich kann auch gar keinen Modeschmuck mehr tragen, was mir natürlich auch zu dem Minimalismus in dem Bereich geholfen hat. Ja, aber ist natürlich eigentlich nicht schön. Ja, und diese Stoffe, die können zu Allergien halt einfach führen. Und ja, die laufen irgendwann an, die werden so bräunlich oder grünlich teilweise sogar. Und ich weiß nicht, wie oft ich wirklich so diese grünen Ringe, kennt ihr das? Diese grünen Ringabdrücke irgendwann hatte, wenn ich so einen Modeschmuckring wieder abgenommen habe. Und na, wenn ich mir da heute so ein bisschen Gedanken drüber mache, ist es eigentlich nicht wirklich lecker. Ja, summa summarum habe ich für die Schuhe 10 Euro gerechnet, für die Beauty-Artikel 40 Euro, für die Jacken 10 Euro, für die Büroartikel 10 Euro, für die Schals 5 Euro, für die Küchenartikel 5 Euro, Taschen und Geldbörsen auch 5 Euro, Handys und Elektro tatsächlich 50 Euro, weil eben auch die teure Handyrate, die monatliche, wegfällt. Spielzeug 20 Euro und Schmuck 10 Euro. Ja, das sind jetzt so Durchschnittswerte auf den Monat gerechnet. Da ist natürlich dann mal ein Monat, ne, ohne Einkauf, mal ein Monat mit mehr Einkauf. Ja, also ich habe natürlich nicht jeden Monat genau 5 Euro für Schals ausgegeben, sondern mal habe ich auch irgendwie 2 oder 3 Schals auf einmal gekauft und dann den Sommer über vielleicht weniger. Ja, ist natürlich ganz klar. Ja, summa summarum sind es aber im Durchschnitt monatlich 165 Euro. Und da habe ich mich ganz schön erschrocken, wie viel das doch jetzt wirklich ist im Endeffekt. Ja, was dann einfach sehr, sehr spannend ist, wenn ich diese ganzen Dinge halt eben nicht mehr kaufe und nicht mehr ausgebe, und das monatlich sparen würde bei einem mittleren Zinssatz von circa 7% und die Gewinne, die Zinsen und sowas drin lasse, ja, also alles reinvestiere, sodass sich die Zinsen einfach weiter ansammeln. Und schon nach 5 Jahren wären das über 11.000, fast 12.000 Euro, die sich da angesammelt hätten. Und wer das schon krass findet, der sollte jetzt noch auf jeden Fall abwarten, denn ich habe das mal ein bisschen gestaffelt. Nach 5 Jahren sind es fast 12.000 Euro. Nach 10 Jahren sind es 28.000 Euro. Nach 20 Jahren sind es 84.000 Euro. Nach 30 Jahren sind es 194.000 Euro. Nach 35 Jahren sind es 284.000 Euro. Euro, ja, also mehr als eine Viertelmillion Euro, die ich dadurch innerhalb von 35 Jahren sparen könnte, wenn ich das Geld nicht mehr zum Fenster rauswerfe, sondern einfach investiere. Nach 40 Jahren, haltet euch fest, 410.000 Euro nach 40 Jahren. Ich werde bekloppt, ich werde wirklich bekloppt. Das muss man sich einfach mal reinziehen, ja. Und nach 49 Jahren, ja, das ist unsere typische Arbeitszeit, so von dem 18. Lebensjahr gerechnet bis zum 67. Lebensjahr. Das sind 49 Jahre, in denen wir eigentlich arbeiten gehen. Wenn ich das Geld für so eine Zeit, ja, in der ich ja sonst vielleicht auch in die Rentenkasse oder sowas einzahlen würde, ja, bis zu meinem Renteneintrittsalter, so viel Geld sparen würde, oh mein Gott, Leute, dann hätte ich einfach 778, fast 779.000 Euro. Oh mein Gott, das ist mehr als eine Dreiviertelmillion. Oh mein Gott. Und das einfach durch diese paar Einsparungen, die mir sogar gut tun, die meinem Sohn gut tun und die der Umwelt gut tun. Ich finde es einfach so, so hammerkrass. Also, ja, vor allen Dingen, wenn du noch sehr, sehr jung bist, denn irgendwann greift dieser Zinseszinseffekt. Je länger wir einzahlen, je länger wir sparen, desto extremer wird dieser Effekt durch dieses Reinvestieren, ja, dass die Zinsen so hoch werden irgendwann. Wenn du jung bist und du sagst, hey, ich möchte wirklich minimalistischer leben, dann lege das Geld an, denn es lohnt sich
Definitiv. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke. Montags, Mittwochs und Samstags gibt es ein neues Video. Und jetzt sage ich, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal.